So, Leute, also ein verspätetes Video, weil natürlich ich Depp wieder vergessen habe, beim letzten Mal den Ton einzuschalten. Also deswegen alles von neuem. Letzte Woche war ja die ClashCon und es ist Rathaus 11 präsentiert worden. Allerdings, das Update ist noch nicht fertig und jetzt gibt es die wüsten Spekulationen, wann es soweit ist, dass es vorgestellt wird. Laut dem Entwickler auf der ClashCon sollten Sneaks, also Extended Sneak Peaks, die normal, länger dauern als normal, in den nächsten Wochen starten. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass nächste Woche das Update noch nicht erscheinen wird. Werden wir mal sehen. Und Rathaus 11 hat diese neue Verteidigung, diesen komischen Adler oder was auch immer das sein wird. Und dieser Adler hat, also mal, erstens einmal, er deckt die ganze Karte ab, egal wo man ihn positioniert. Und hat aber wieder Minenwerfer, so eine kleine Zone von so etwa 6 Feldern Radius, wo er nicht schießen kann. Außerdem aktiviert sich diese Verteidigung erst, nachdem in etwa 100 Truppen angesetzt worden sind. Das heißt, wenn man den relativ am Rand hinsetzt, wird er wahrscheinlich, weil er sowieso die ganze Karte abdeckt, dann wird er aber von ein paar Golems oder ein paar Truppen schnell erledigt werden, weil er sich noch gar nicht aktiviert. Also man kann ihn gezielt ausschalten. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Strategien, die schon überlegt werden. Ich behaupte mal, da oben macht es nicht viel Sinn, ihn hinzustellen. Eine Strategie wäre, diesen Adler in die Mitte zu setzen. Allerdings, dann heißt das ja wieder, das Rathaus steht leicht aus der Mitte. Andere Strategie ist, ihn so hier eher oben hinzusetzen, um den Angreifer dazu zwingen, von oben anzugreifen. Wobei das ein bisschen zu weit oben ist, sollte vielleicht irgendwo dastehen. Dadurch kann, und dann kann man durch die Seite mit Teslas vollstopfen. Es ist halt alles noch ein bisschen in Entwicklung. Und ich würde sagen, ich zeige das einmal her, wie das Ding funktioniert. So, ja, jetzt gibt es einmal einen Angriff. Also, falls es wen wundert, das ist der ClashCon Livestream, die Wiederholung. Und ja, da lässt sich natürlich jetzt viel zu viel Zeit. Scroll ein bisschen vor. So, also oben, also habe ich jetzt verpasst, oben ein paar Barbaren, da aktiviert sich die Verteidigung noch nicht. Jetzt sind 90 Truppen am Spielfeld immer noch nicht. Aber er leuchtet schon so ein bisschen mit. Und kaum wird ein vierter Golem gesetzt oder die Bäckers, aktiviert sich das Teil. Und es macht ganz schön Schaden. Und was bisher also analysiert worden ist, es sind so in etwa 3000 Schaden pro Schuss und hat eine Frequenz von in etwa 7 Sekunden. Also es würde so 500 Schaden pro Sekunde entsprechen auf der ganzen Karte. Allerdings, ja, es gibt auch einen Flächenschaden, nur das sind um die 60 Schaden, also nicht so gravierend. Und ja. Sieht man eh, was mit der Queen passiert. Und er deckt halt die ganze Karte ab. Also es ist schon gefährlich. Allerdings, wenn die Truppen schneller herumlaufen, dann wird diese Verteidigung diese Truppen nicht ganz erwischen. Das hat man in einem anderen Video gesehen. Das ähnliches Phänomen wie bei den Goblins und den Minenwerfern, dass wenn die Dinge einfach zu schnell durchlaufen, dann wird das Ganze nichts. So, ja, man sieht in diesem Video katastrophal. Allerdings, wenn man in einem normalen Angriff, behaupte ich einmal, wird das nicht so schlimm aussehen.
So. Ja, genau. Ah, da wollte ich hin. Und ja, einen neuen Helden. Und es gibt die ganze Zeit schon Spekulationen, was das sein könnte. Aktuell am wahrscheinlichsten ist, dass das hier ein Buch ist. Das heißt, irgendeine Art Magier, vor allem das sieht stark nach einem Zepter oder einem Stab aus. Und die große Frage, die jetzt gerade spekuliert wird, ist, was ist das? Ist das eine Nase? Oder gehört das irgendwie zum Gewand? Wird die Wirkungsweise das nicht so relevant sein? Allerdings gibt es einige, die protestieren und sagen, sie wollen keinen Helden haben auf Rathaus 11, der so eine Nase besitzt. Kann man verstehen. Also die Nase wird eher auf einen Goblin hindeuten oder wir wissen es noch nicht. Was nur interessant ist, der Held kostet normales Elixier und kein dunkles. Ich hoffe, dass sich die Entwickler da ein bisschen etwas überlegt haben dabei, weil gerade am Anfang, wenn so viele Leute auf Rathaus 11 gehen, keine neuen Rathäuser angreifen, dann ist das Elixier sowieso starke Mangelware. Also ich hoffe einmal stark, dass sich die Entwickler da auch was überlegt haben, wie ein Elferrathaus am besten farmen sollte, weil ich sage einmal, nur gegen Infernos auf Multi kämpfen ist nicht besonders lustig. Mann, ich greife auch gerne mal an ein Zehner-Rathaus wegen einem dunklen an von Zeit zu Zeit. Also abgesehen von den geraschten Zehnern natürlich, so richtige Zehner-Rathäuser. Allerdings immer möchte ich das auch nicht machen bei jedem Angriff. Jo, so. Sonst hat es dann eigentlich nicht mehr viel Information zu dem Ganzen gegeben. Und ich halte euch auf dem Laufenden, sobald wieder irgendwelche Neuigkeiten kommen.